Hallo, liebe Fußballfreunde. Ja, willkommen auf Werners Fußballecke. Der 34. Spieltag der Fußball-Bundesliga 23/24 ist zu Ende. Das heißt, alle Entscheidungen sind gefallen. Was war das jetzt nochmal? Ein spannender Spieltag zu Schluss. Und auch gerade die letzten Minuten, da war noch ein Hin und Her auf allen Plätzen der Fußball-Bundesliga. Ja, die Entscheidungen stehen fest. Wir sehen es hier schwarz auf weiß. Ja, das war nochmal ein harter Abstiegskampf für Köln, für Bochum, für Union Berlin und auch nochmal für Mainz zwischendurch. Und zum Schluss in der 92. Minute gab es dann noch einen Elfmeter für Union Berlin, den man auch verwandeln konnte und somit zu Hause 2:1 gegen Freiburg gewinnen konnte. Und damit ist Köln natürlich abgestiegen, auch mit ihrer 4:1 Auswärtsniederlage bei Heidenheim. Und auf Platz 16 ist dann jetzt der VfL Bochum, der auch 4:1 bei Werder Bremen verloren hat. Ja, liebe Fußballfreunde, das war jetzt dann wirklich nochmal mega, mega spannend. Schauen wir uns nochmal komplett die Tabelle an. Von 1 bis 5, alles Champions League Teilnehmer. Nochmal Gratulation an Bayer Leverkusen für diese herausragende Spielzeit. Ja, und auch an den Vizemeister. Gratulation. Nicht Bayern München, sondern der VfB Stuttgart. Ja, die Bayern dann doch noch 4:2 in Hoffenheim verloren nach einer 2:0 Führung, muss man sagen. Aber damit ist Bayern auf Tabellenplatz 3. Damit hat vor der Saison wahrscheinlich auch keiner gerechnet. Ja, und Borussia Dortmund, Gratulation zu dem 4:0 Heimsieg und auch für das super Freistoßtor von Marco Reus. Was für ein Abschied für Marco Reus beim BVB. Man hat natürlich auch noch das Champions League Finale vor sich. Da kann er dann auch nochmal ein Tor schießen. Ja, auf Platz 6 Eintracht Frankfurt. Auch nochmal ein spannendes Spiel gewesen gegen Leipzig bis zum Schluss. Und da Hoffenheim ja gewonnen hat, musste man in Frankfurt noch ein bisschen zittern bis zum Schluss, dass man den Tabellenplatz 6 sichern konnte. Das heißt, Bayer Leverkusen in der Champions League gewinnt Bayer Leverkusen das DFB-Pokalfinale gegen Kaiserslautern. Dann wäre Platz 1 bis 5 Champions League, Platz 6 und 7, also Frankfurt und Hoffenheim, wären dann beide in der Europa League. Und 8, Platz 8, Heidenheim wäre dann in der Conference League. Das wäre natürlich ein mega, mega Erfolg für Heidenheim. Damit hätte wahrscheinlich vor der Saison auch keiner gerechnet, dass Heidenheim eventuell, man kann davon aber jetzt schon stark ausgehen, international spielen wird. Klar, Leverkusen muss natürlich das Finale erstmal gewinnen gegen Kaiserslautern, aber man geht davon aus, man könnte davon ausgehen und dann wäre auch Heidenheim international vertreten. Ja, Bochum, der VfL Bochum muss jetzt in die Relegation. Und zwar die Relegationsspiele finden am 23.05. statt, nächste Woche Donnerstag. Das heißt Bochum zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf. Ja, und das Rückspiel ist dann gleich am 27.05. Da muss Bochum nach Düsseldorf. Das wären nochmal zwei packende Endspiele für beide Teams, für Bochum, aber natürlich auch für Düsseldorf. Ja, und der 1. FC Köln und Darmstadt 98 müssen leider, sage ich mal, für alle Fans in die zweite Liga runter. Da muss man schauen, nächstes Jahr, dass man wieder alles gibt, um eventuell gleich wieder aufzusteigen. Was natürlich schwer wird, das weiß man aus den letzten Jahren, aus den Erfahrungen. Alle Teams haben es verdient, da wo sie jetzt gelandet sind. Auch wenn man sagen muss, klar, die Absteiger sind natürlich dann immer mega traurig. Kopf hoch, es geht weiter. Ja, und noch ein Nachtrag. Wenn der BVB natürlich, und was wir natürlich hoffen, das Champions-League-Finale gegen Real Madrid gewinnt, dann gibt es einen extra Champions-League-Platz bis Platz 6. Eintracht Frankfurt wäre dann auch noch in der Champions League, Hoffenheim in der Europa League und Heidenheim in der Conference League. Das muss ich doch natürlich noch nachholen. Ja, liebe Fußballfreunde, das war mal Kurzfazit für den 34. Spieltag. Nochmal Gratulation an alle Vereine, die international spielen werden und an die Absteiger. Kopf hoch, auch an die Fans, es geht weiter. Ich danke euch fürs Zuschauen, ich danke für euer Abo und für euer Like für Werners Fußballecke. Wir sehen uns, bis dann, tschüss.